Jo Leute, willkommen zurück zu Shines The Lightning Kingdom. Und ich bin letztes Mal ja eventuell falsch gelaufen. Wollte ja eigentlich da unten lang, aber in Wahrheit müssen wir ja hier oben lang. So, deswegen. Wait. Warum ist jetzt hier so eine Tür? Hallo? Mach die mal bitte wieder auf. Ich muss da durch. Okay. Wie ist denn jetzt beabsichtigt, dass ich da weiterkomme? Beziehungsweise da reinkomme? So. Oh, verdammt, falsche Taste gedrückt. So. So. Okay. Aus irgendeinem Grund hat gerade meine Taste für die Techniken gesponnen. Ich weiß auch nicht warum. Da habe ich erst gedacht, ich drücke eine falsche Taste. Nee, danke. Achso, du hast alles, ne? Du müsstest mal AXRT lernen. So. Dann gehen wir weiter, würde ich sagen. Der schon wieder. Na, wen haben wir denn da? Ihr könnt euch glücklich schätzen, dass ihr mir hier über den Weg gelaufen seid, Leute. Ich gehöre eigentlich zu der Sorte Menschen, die darauf besteht, dass alte Rechnungen beglichen werden, aber ich will mal nicht so sein. Wir wollen einfach nur weiter, Bagok. Also gehe uns aus dem Weg. Theoretisch könnte ich das. Schließlich bin ich der Meister der Schlüssel. Wenn ihr hier durch wollt, müsst ihr eure Fähigkeiten unter Beweis stellen oder mir einen Gefallen tun. Nehmen wir an, wir würden uns darauf einlassen. Was sollen wir für dich tun? Nun, die Sache ist eigentlich ganz einfach. Wisst ihr, ich gehöre zu der Sorte Menschen, die einfach jeden hier durchlässt. Der Berg ist die Heimat eines schrecklichen Monsters. Man kennt es unter dem Namen Ulkorguem. Wenn es euch in dem Aufzug sieht, wird es euch den Kopf runterreißen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ihr jedoch Kleidung auftreiben könnt, die euch wie dummer Einfallspinsel aussehen lässt, könnt ihr von mir aus durch. Oder aber ihr bringt für uns die 7 Aushänge an schwarzem Brett an. Wir brauchen ein bisschen Werbung. Okay. Aha. Denkt ihr wirklich, ich gehöre zu der Sorte Menschen, die man im Kampf besiegen kann? Macht euch auf was gefasst. Okay. Okay. So. Zack. Vergiss es. Okay. So.
Ah ja, ist klar. Okay, direkt neben mir eine scheiß Falle spawnen lassen. So. Jetzt hätte ich echt gern Kayan. So, hi. So. Könntest du mal bitte aufhören damit? Danke. So, jetzt aber. Du gehst auch da rein. Da kannst du keinen Ärger machen. Und kipp um. Okay. Zack. Erledigt. Wie geht es? Okay. Sehr schön, jetzt hat er keinen Support mehr. Vergiss es, Kollege. Klatsch. Und hau ihm auf die Schnauze, ey. Das hat er auch verdient. Okay. Toll, jetzt bin ich benommen. So, jetzt geht's rund. Klatsch! Jetzt kriegst du einen auf die Fresse. Moment, wo ist hier andere Unterstützung jetzt hergekommen? Nee, ist scheiße. Das ist echt scheiße. Moment. Bin ich nicht eigentlich vom Feuertyp? So, jetzt aber. Gott im Himmel, wie viele kann der denn noch beschwören? Okay. So, jetzt habe ich aber zumindest meine Hyper wieder. So. Vergiss es. Das ist nämlich immer, wenn er ich halte die Sense runter, kann er nämlich wieder andere beschwören. Das ist mir jetzt egal, jetzt bist du nämlich down. Und die werden mich nicht fertig machen.
Okay, das ist ein schwierigerer Kampf gewesen, als ich erwartet habe. Aber... jetzt ist vorbei. Okay. Bevor da noch was schief geht. Machen wir das so. Das ist ja sowieso der letzte Gegner. Klatsch. Kipp um. Ich wollte gerade sagen, das sollte aber ein paar Punkte geben. Und das war nur Rang E. Es gibt noch was Schlechteres. Es gibt Rang F. Ich habe euch gegen diesen gemeinen Bagok kämpfen sehen. Die meisten, die versucht haben, an ihm vorbeizukommen, waren junge Leute. Leute, die jemanden an diesem Berg verloren haben. Bagok knöpft ihnen ihren gesamten weltlichen Besitz ab und überlässt sie dann dem unbarmherzigen Berg. Sie verirren sich und kommen nie zurück. Diesen Kerl interessiert doch nur der Profit. Ihr müsst gute Gründe haben, den Berg zu erklimmen. Es geht mich zwar alles nichts an, aber seid vorsichtig. Ich habe nur wenige gesehen, die zurückgekehrt sind. Das heißt, dass dort oben ein großes Wesen haust. Es soll eine Maske tragen und Jagd auf Reisende machen, die sich verirrt haben. Was dann mit ihnen geschieht, weiß niemand. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Glück. Möge Ski euch beschützen. So. Bin ich wieder voll? Jein. Also ich bin so halb voll. Zack. Ja, auf jeden Fall gebe ich da jetzt ein Versprechen ab. So. Ich glaube, davor waren wir doch Level 35, oder? Habe ich 2 Level-Ups gemacht damit? Ich glaube nicht. Nee. Oh. Mit Xamas Choya-Tränke kann man schnell an Orte gelangen, die man bereits aufgesucht hat. Ein verirrter Reisender. Und Berg Chiavo. Gendis. Da unten ist Kempao und oben ist Adoria. Oder Adoria. Wird es wahrscheinlich ausgesprochen. Ah, ich habe was gesehen. Es ist die Korguen. Keine Panik, wir müssen zusammenbleiben. Nur so haben wir vielleicht eine Chance, ihn zu besiegen. Besiegen? Warum besiegen? Der tut doch nichts. Moment, ich möchte einmal gucken. Ich scheine echt auf 35 gewesen zu sein. Okay, erst einmal gehen wir jetzt hier lang. Hier ist nichts. So. Ja. Habe ich keinen, der... Verdammt. Ich habe mich eventuell... verklickt. So. Okay. Ich muss unbedingt wieder die Unterstützung von wegen, hey, ich nehme Gift raus, reinpacken. Das Problem ist einfach... dass es mir nicht so viel bringt. Aber
gerade Gift ist so ein Scheißteil. Freund, wenn ein Freund vergiftet ist, dann heilst du den. So, jetzt gehen wir erstmal runter und heilen uns wieder. Weil das war ja nicht ganz so erfolgreich, was ich da durchgeführt habe. So. Okay. Und das ist es nicht. Schade. Kannst du irgendwo mit deiner Peitsche dran? Scheint nicht der Fall zu sein. Habe ich eine Idee? Die Idee funktioniert sogar. Was? Nein. Und... okay, dann... so. Brauchte ich sowieso nur einen. Okay. Okay. So. Und... jawohl. Da kommt der nächste. Nee. Aber wenn ich jetzt gerade schon mal außerdem die alle aufgestellt habe. So. Okay. Erledigt. So. Jetzt latschen wir nicht mehr zurück dafür. Entschuldigt. So. Okay, das sind drei Gegner. Okay. Klatsch. Nee. Warum? Da. Nochmal kann ich jetzt keinen peitschen, ne? Okay, dann würde ich sagen... jo! Auf gar keinen Fall. Ich wollte gerade sagen... so. Klatsch. Kann es sein, dass ich auch eine Schwäche dann durch meine Affinität entwickle?
Also das ist ein feueraffiner Kämpfer, schwach gegen, keine Ahnung, Wasserwirt. So, einmal kurz den hier anquatschen. Alter, seid ihr einfach alles Ficker. Wir brennen dich zu Tode. Ups. So, schwerfällig. Das bist du, glaube ich, von Natur aus, ne? So, jetzt kann ich dir ein Versprechen abgeben. Okay. Hier hoch. Mhm. Kann er das mit Telekinese bewegen? Das werden wir nächstes Mal herausfinden. Leute, wenn es sich gefallen hat, like, lassen wir auf jeden Fall freuen und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Scheinzauzerin. Bis dahin. Ciao, ciao.